und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch einen Obstkuchen mit Creme Fraiche Haube. Hier nehmen wir Obst nach Saison. Im Moment ist Johannisbeersaison, deswegen nehme ich heute Johannisbeeren. Und das sind schon unsere Zutaten. Wir benötigen dazu 125 Gramm Butter, 75 Gramm Zucker, 2 Eier, 125 Gramm Mehl, 100 Gramm gemahlene Mandeln oder Haselnüsse, ein Päckchen Vanillezucker, etwas Zitronenabrieb, einen Teelöffel Backpulver und 500 bis 600 Gramm Johannisbeeren. Für die Creme Fraiche Haube benötigen wir 4 Eigelb, 4 Eiweiß, 1 Becher Creme Fraiche, 75 Gramm Zucker, einen halben Teelöffel Zitronenabrieb oder ein Päckchen Vanillezucker. Wir machen hier einen schnellen Rührteig und rühren die Butter mit dem Zucker so lange miteinander, bis sie sich gut miteinander verbunden haben und geben dann die Eier hinzu. Nachdem sich die Eier mit der Masse gut verbunden haben, geben wir dann Vanillezucker und Zitronenabrieb hinzu. Dann geben wir das Mehl mit dem Backpulver abwechselnd mit den gemahlenen Haselnüssen zur Masse hinzu. Wenn Zutaten dann untergemengt sind, verrühren wir das Ganze eine halbe Minute lang auf höchster Stufe. Dann geben wir die Masse in eine mit Backpapier belegte Backform und verstreichen diese glatt. So, nun können wir unsere Johannisbeeren darauf verteilen, nur müssen wir sie vorher noch von den Stielen befreien. Wer dies noch nicht gemacht hat, der macht es jetzt. Und zwar zeige ich euch es hier mit Hilfe einer Gabel. Nun verteilen wir großzügig unsere Beeren auf die Teigmasse und drücken diese leicht in den Teig hinein. Danach wird es im vorgeheizten Backofen bei 160 Grad Heißluft ca. 30 bis 35 Minuten gebacken. In dieser Zeit bereiten wir unsere Creme Fraiche Haube vor. Und zwar schlagen wir als erstes unser Eiweiß steif, geben es auf die Seite und verrühren danach in einer separaten Schüssel das Eigelb, den Zucker und den Zitronenabrieb gut miteinander. Geben wir noch die Creme Fraiche in die Masse und verrühren es zu einer glatten Masse. Nun heben wir das geschlagene Eiweiß nach und nach in die Eigelbmasse unter. Dann holen wir den Kuchen aus dem Ofen, geben die Creme Fraiche Masse direkt darüber und backen es für weitere 15 bis 20 Minuten fertig. Und so sieht unser Kuchen fertig gebacken aus. Zuerst lassen wir den Kuchen ein paar Minuten in der Backform auskühlen und lösen ihn dann von der Backform und geben ihn auf ein Kuchengitter zum kompletten Abkühlen.
So ihr Lieben, das war's wieder heute von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und würde mich über eure Likes und Kommentare sehr freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.